Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Atomic Heart. Pünktlich! Yay! Oder? Voll geil. So, wir sind jetzt hier auf der Brücke. Wisst ihr, was ich mich gerade frage? Gibt es hier sowas wie Amazon? Kommt das mit Drohnen? Sind die hier schon so weit? Haben die russisches Amazon? Gibt es russisches Amazon? Es gibt ja hier, ja gut, Alibaba ist ja kein Amazon oder so. Oder kann man das mit Amazon gleich? Nee, eigentlich nicht, eher mit eBay, gell? Alibaba hier kann man eher mit eBay gleichsetzen. So, hier haben wir wieder ein rotes Auto. Ich möchte nicht, lass mich damit in Ruhe. Ich möchte laufen. Oh. Hier haben wir wieder die Einheimischen der Brücke. Boah, wisst ihr, was ich gesehen habe? Das war voll interessant. Das wusste ich überhaupt nicht, dass das so ist. Da war eine Frau und die hat echt in der, ich glaube, war das die Deutzer Brücke? Die hat in dieser großen Brücke gewohnt. Da, wo sie immer die ganzen, wie heißt's? Ich glaube, das war die Brücke, wo sie die Liebesschlösser immer dranhängen. In Köln. Da hat eine drin gewohnt und die muss jetzt halt leider ausziehen, weil sie die Brücke umgebaut haben. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Dass man da drin wohnen kann. Voll cool. Ich weiß nur, dass die Krämerbrücke in Erfurt, die ist wohl die größte bebaute Brücke irgendwie. Also wo auch ganz viele Leute drin wohnen. Und da ist das Interessante, dass da nur Leute auf dieser Brücke wohnen dürfen, die in diesem, also in diesen Häusern, die auch tatsächlich ein Handwerk machen. Das fand ich krass. Da wird das nochmal so unterstützt. Ich habe so eine Reportage gesehen. So, da ist das Boot. Ich glaube, wir kommen da nicht drauf. Ich würde gerne, aber ich glaube nicht. Was ist denn das da hinten? Ist das ein Leuchtturm? Da will ich aber auch hin. Ich hoffe, wir können in den DLCs auf das Boot und in den Leuchtturm. Da ist ein Pilzhaus. Ach, Krankenstation. Wir sollen echt auf die Krankenstation. Hieß es nicht mal, wir sollen in irgendeine andere Anlage? Das ist mal Knie gebrochen hier. Das haben wir schon drauf, ey. Nein, au. Bitte. Was soll das? Es wundert mich echt, dass hier auf der Brücke nichts ist. Hä? Mach's nur da drin, komm raus. Supraleiter. Ja, hier ist irgendwie, also hier hätte ich schon gedacht, dass es hier sowas gibt. Wir gucken es immer genau an. Guck mal, wie er nickt. Entschuldigen Sie. Nimm das, du Schlampe. Hä? Also, bitte nicht solche Sachen. Du bist auf Sendung. Du kannst doch nicht solche Sachen sagen. Ich glaube, ich spinne. Die sind ja schon tot. Hat ein bisschen was von Resident Evil, oder? Wie sie aufgerissen ist. Von den Hunden von damals. Von damals vor allem. Von damals. Von Resident Evil. Was ist das überhaupt? Kann ich das lesen? Ich, der Gedanke. Ab dem 13. Juli in allen Polymerisationszentren erhältlich. Okay, doch kein. Wir spielen dieses Spiel noch keine 30 Stunden. Wir reden erstmal mit den Einheimischen, bevor wir uns hier den Rest angucken. Oh. Was ist das? Der Gedanke, immer noch. Hä? Die zerplatzen immer so. Oh, guck mal da, der ist ganz allein. Verdammte Scheiße.
Boah, wie er sich... Oh, guck mal, der hat sich verbeugt. Ist schon ein kleines, Bisaflor, oder? Sonst könnten wir hier mit der Rennsemmel voll durchfahren. Scanner, okay. Ach, halt die Fresse. Wieso ist denn der jetzt so aggro, ey? Charles, man kann niemanden im Kollektiv zwingen, oder? Da lag Petrov doch falsch. Nicht ganz. Wie meinst du das, nicht ganz? Wenn ich nicht bei Kollektiv bin, wie sollte Kollektiv das herausfinden? Ganz einfach. Sagen wir, du läufst an einem Roboter vorbei. Der identifiziert dich als Mensch, aber du trägst kein Gedankegerät. Der Roboter erhält von dir keine mentalen Befehle auf seine Anfragen. Also merkt er, dass ich nicht in Kollektiv bin und meldet das weiter. Und was dann? Alle gehen auf mich los, oder was? Im Grunde ja. Aber ich kann mein Gedankegerät aufsetzen, am Roboter vorbeilaufen und tun, was von mir erwartet wird, und es dann wieder absetzen. Im Grunde ja. Was soll denn das ganze Getue um diese bescheuerten Ringe? Ich weiß es nicht genau. Vielleicht geht es um Bequemlichkeit. Gedankegeräte müssen bei jedem Aufsetzen konfiguriert werden. Ein Ring kann einfach so angelegt und wieder abgenommen werden. Da muss doch mehr dahinter stecken. Oh, verdammter Pisser! Bist du? Muss immer im Bewegen bleiben. Anders wie bei Roulon. Da ist am besten, wenn man nicht so im Bewegen bleibt. Auch wenn ich es nicht schaffe. Aber... So, wir nehmen jetzt mal ganz schnell ein kleines zu uns. Hier, das hier. Kann ich das irgendwie nutzen? Hier. So. Lebst du wieder? So, haben wir hier irgendwo was drin? Oh, es fängt an. Ich habe eigentlich was gehört. Okay, dann mal rein. Mehr nicht? Schade. So, wir sind bald fertig mit der Brücke. Natürlich. Los, zeig's mir. Wenn das die Nora hört, also... Da geht die voll drauf ab. Ist die Wechsel auf dem Rücken. Aufhören. Das sieht ein bisschen aus wie Petrov. Oh, ein Bus. Hier. Ich habe Geld. Habe ich überhaupt Geld? Und was bezahlen wir hier? Achso. Mit Neuropolymer und so. Eins. Ich ausraste. Hallo? Also hier hört es sich so an. Guck mal, hier wollte ein, der wollte einfach nur zur Arbeit. Hier hört es sich so an, als ob mich hier irgendwas beobachtet. Als ob hier irgendwo so ein Löwenzahn ist. Aber, oh nee, ey. Das ist, glaube ich, eklig hier vorne. Oh. Also das darf man natürlich jetzt nicht machen. Das fällt aus hier.
Aber da gibt's bestimmt irgendwo was, oder? Nee. Ach, wir dürfen hier gar nicht weiter. Okay, hier ist rotes Polymer. Hä? Was denn nun los? Also, ich kann ihm 1A durch die Beine schießen. Leute, ihr müsst das so... Ich habe euch gespeichert. Ihr müsst mich jetzt erstmal hier drüber lassen. Lasst mich mal hier über die Brücke. Hä, es gibt sogar goldenes Polymer oder was? Was ist denn hier? Also durch? Nee, so nicht. Ich glaube, ich brenne. Au, au. Hier. Boah, hier ist aber voll das Empfangskomitee. Was ist hier los? Du scheiß Blechbüchse. Gehen wir hin zu unserer Nora. Sie hat gar nichts gesagt, was ist denn da los? Bin ein bisschen enttäuscht. 407! Damit können wir doch jetzt garantiert irgendwas reißen. Okay, uns fehlt gar nicht mehr so viel Energie des Charakters. Was soll denn das, ey? So. Wir gucken noch mal ganz fix, ob wir irgendwas schnell herstellen können. Besserung. Nee, Herstellungen dann. Hier. Die Fuchs haben wir noch nicht hergestellt. Die Schienenkanone aber auch noch nicht. Die drei haben wir im Besitz, hier haben wir dabei. Den Fatboy haben wir auch dabei. Nee, den Domino. Was haben wir im Lager? Ich muss mal gerade ganz kurz sortieren. Bewegen. 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 So, sortieren. Okay. Den Dominator und die Pastet. Dominator und die Pastet. Wir können den Fuchs bauen. Ja gut, die Fuchs können wir ja eh bauen. Wo ist sie? Ach da. Ja, krass, ey. Krassi. So.
Ich würde gerne noch was bauen, wenn ich darf. Oh nein, ich darf nicht, glaube ich. Okay. Cool. Verbesserung. Der Fuchs. Die ist garantiert mit Biomaterial sehr viel. Oh, und das, da brauchen wir auch. 13. Erhöht den Schaden. Leichte Titanklinge. Hört schon gut an, oder? Oh, die sieht aber nicht schön aus. Naja, egal, jetzt haben wir sie. Ah, da fehlt das Bettchen. Nee, das Kissen. Das Kissen vom Bettchen. Griff. Ergonomischer Griff. Können wir auch nicht machen. Kartuschenwaffe. Kartuschen. Was ist das? Was ist das? Ansehen. Synthetisches Material. Häufig. So häufig habe ich das ja gar nicht. Blöd. So, habe ich bald mal alle. Wenn ich hier, der Montage. Kriege ich hier irgendwo die Bettchen? Hier kriege ich die Bettchen raus. Branddinger. Hier kriege ich auch Bettchen raus. 13 sogar. Was kriege ich hier raus? Ah, keine Bettchen. Wegmachen? Auch? Nein, natürlich nicht. Auch eins weg, wie nur jeweils 8 haben. Das passt. Ah, bei denen kriegt man auch. Bei den anderen brauchen wir die Bettchen. Hier brauchen wir jetzt nur die, wie heißt's? Den Schlafsack. Und ich habe eigentlich auch hier zu viel. Aber hier. Okay. Lager. Fuchs. Bessern. Fuchs. Super. Hat ja sehr viel gebracht jetzt. Gut. Alles klar. So. Oh, wenn hier los. Was glotzt du so? Charles, die USA erlassen ständig neue Sanktionen gegen unsere zivilen Roboter. Warum tun sie das? Sind sie misstrauisch? Bei der US-Regierung hegt man eindeutig gewisse Bedenken. Naja, ist ja auch ihre Aufgabe, sich um die Sicherheit ihres Landes Gedanken zu machen. Aber sie haben keine Beweise und das heißt, sie haben keine gute Begründung. Richtig. Darum hat Petrov ja auch die Störung verursacht. Genau, er wollte der Welt zeigen, dass unsere zivilen Roboter einen Kampfmodus haben. Gut, aber das wissen die Amerikaner ja nicht. Wozu also die Sanktionen? Mit den Sanktionen sucht die US-Regierung die Balance zwischen den Bedürfnissen der Kapitalisten und der wachsenden Unzufriedenheit der Arbeiterklasse. Du meinst, die amerikanischen Arbeiter wollen unsere Roboter verbieten lassen, weil sie ihnen die Fabrikjobs wegnehmen?
Und die Kapitalisten wollen mehr kostenlose Roboter, um die Arbeiter ein für alle Mal loszuwerden. Ganz genau. Auf die amerikanische Regierung wird von beiden Seiten Druck ausgeübt. Daher erlassen sie nur moderate Sanktionen, ohne die Roboter ganz zu verbieten. Es gibt nur Importquoten. Und was juckt es die Sowjetunion, ob die Amerikaner Sanktionen erlassen? Sie verhindern so doch nur selbst, dass sie die Arbeiterklasse loswerden. Ist doch gut. Uns geht es ja schließlich um die Arbeiter. Je stärker die Beschränkungen auf Einfuhr und Betrieb von Robotern, desto weniger unserer Roboter gibt es an Schlüsselstellen in Amerika, wenn kollektiv in Betrieb geht. Also will die Sowjetregierung, dass so viele unserer zivilen Roboter wie möglich in den USA sind, wenn sie den Kampfmodus aktivieren. Dann kann sie das Land viel leichter übernehmen. Ich gebe zu, das klingt logisch. Sie klauen uns unsere Jobs. So, hätten wir das. Also wir müssen jetzt immer in woanders hingehen, wenn hier uns was erzählt. Hey, nein! Rasenmäher, du gehst weg. Was soll das? Hopp. Hallo, Häuschen. Hier, ihr habt Schlafsäcke in euch. Gebt sie mir. Bete zu deinem Blechgott. Bitte, lasst mich jetzt mal hier in Ruhe meinen Kram sammeln. Ich habe mir jetzt den Kopf gesetzt, guck mal hier, dass ich auf jeden Fall alle Waffen bauen will. So, Bus. Einsteigen, hier darf man nicht rein. Leute. Lebst du noch? Aber jetzt geändert hier. Entschuldigen Sie. Aufhören bitte. Das bringt nichts. Da liegt doch was auf dem Dach. Komme ich da irgendwie hoch? Kann ich das mitnehmen? Nee. Blöd. Ein blöder Bus. Ein Bus. Irgendwie ist das wenigstens in dem ist was drin. Ach ja, guck mal da. Hat doch hier schon wieder jemand gesehen. Warum sind denn hier keine Löwenzähnchen? Gib mir dein Inneres. Dankeschön. Der ist sehr verbunden. Reicht das Krankenhaus? Boah, nee, ey. So. Leute. Thank you.
Hä? Liegt da einer drunter? So, geh das Bescheid rein. So. Hallo Nora. Mal wieder. Schatz, endlich hast du diesen schmierigen Drecksack umgebracht. Das hat der irre Dreckskerl selbst erledigt. Ach, gib's zu. Du hast mit ihm gespielt. Du hättest ihm ins Bein schießen oder ihn mit einem Schock lähmen können. Du hast doch erstklassige Waffen. Was? Nein. Er hatte den ganzen verdammten Zirkus schon vorbereitet. Ach, keine Sorge, Süßer. Ich behalte es für mich. Niemand wird erfahren, dass du Petrov dazu gebracht hast, durch seine eigene Hand zu sterben. Das sehe ich als Hochzeitsgeschenk an. Noch ein Wort und ich schwöre, ich mache Kleinschrott aus dir. Männer, erst nehmen sie einer Frau alles, dann werfen sie sie weg wie ein kaputtes Spielzeug. Ich habe dir alles gegeben und du behandelst mich wie eine seelenlose Maschine. Ach, fick dich. Was glaubst du denn, wer du bist? Deine ganz besondere Frau. Dir treu ergeben, Süßer. Dann sei halt besonders und mir treu ergeben, aber halt deine Fresse. Ich habe jetzt keine Zeit für deinen Scheiß. Der Gute kann ganz schön viel auf einmal. Der sortiert hier sein ganzes Inventar und quatscht und hört der zu. Das muss man erstmal hinkriegen. So, das ist aber neumodig hier, dass da hinten die Nora sitzt und hier unser Herzautomat. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend, bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.